So, seid gegrüßt. Wir reagieren heute auf Speakers Corner. Schädigt unsere Zentralbank die Wirtschaft? Das ist die zweite Folge von, von Friederike Speakers neuem Format. Friederike Speaker ist eine Ökonomin. Schaut gerne bei ihrem Kanal vorbei. Sie hat eigentlich immer relativ sinnvolle Sachen geschrieben, auch häufig mit Heiner Flassbeck zusammen. Sie bringt auch auf ihrem eigenen Blog. Also den könnt ihr, glaube ich, gibt eine Friederike Speaker ein, dann findet er den Blog eigentlich relativ schnell. Schreibt auch immer relativ gute Beiträge. Also hören wir uns jetzt erstmal an, was sie im zweiten Teil zu sagen hat. Also zerstört die EZB unsere Wirtschaft, beziehungsweise schädigt unsere Zentralbank die Wirtschaft. Schön, dass ihr dabei seid bei Speakers Corner. Mein Name ist Stefan Dudai und ich freue mich, heute wieder mit Friederike Speaker Hallo. sprechen zu können. Wir haben auf dem YouTube-Kanal die ersten Fragen schon bekommen und ich glaube, wir können gar nicht alle beantworten, aber wir fangen mal mindestens damit an. Da will zum Beispiel jemand wissen, wie das mit der Europäischen Zentralbank und den Zinsen und so weiter genau funktioniert. Und ich glaube, von dem her, was wir uns für heute vorgenommen haben, werden wir da ein bisschen auch drauf eingehen können. Mal schauen. Friederike, du hast letztes Mal kritische Anmerkungen zur Europäischen Zentralbank gemacht, so habe ich das verstanden. Und du hast. Entweder es liegt daran, dass ich 1,5-fache Geschwindigkeit eingestellt habe, oder er ist schon ein bisschen lockerer und bekommt ein bisschen bessere Einleitung als letztes Mal hin. Also er guckt auch nicht mehr so traurig wie letztes Mal. Okay, wie der Stilkritik. Ich wusste ja, bevor ich das Video angeklickt habe, schon, dass ich hier inhaltlich wahrscheinlich nicht viel zu kritisieren haben werde. Also ja. Angedeutet, dass du da nicht mit allem einverstanden bist. Jetzt ist es aber doch so, der Höhepunkt der Inflation, in den Daten habe ich das nachgeschaut, lag bei 10,6% im Oktober 2022, letztes Jahr. Und inzwischen liegt die Inflationsrate in der Eurozone nur bei 2,9%. Jetzt könnte man ja auf die Inflationsrate in der Eurozone. Ihr seht hier ein einmaliger Preisschock. Also hier, wir hatten Corona-Pandemie, da hatten wir kurzfristig ja negativen Preisschock. Viele Läden waren geschlossen, viele Leute haben ihre Kaufkraft zurückgehalten, dann wurde die Kaufkraft ausgegeben. Dadurch haben wir einen positiven Preisschock, also kurzzeitige Steigerung der Inflationsrate. Dann haben wir Steigerung der Rohstoffpreise und alles und den Wirtschaftskrieg gegen Russland, womit es dann richtig nach oben gegangen ist. Und aber auch der Preisschock war dann im Sommer 2022, Herbst 2022 spätestens zu Ende. Und seitdem geht es mit der Inflationsrate logischerweise auch wieder nach unten. Was man, sollte man vielleicht auch immer dazu sagen, nicht damit verwechseln darf, dass die Preise sinken. Die Preise sinken nicht, sondern die Preise hören lediglich auf zu steigen. Das ist ein Unterschied. Also, und die Zentralbank konzentriert sich auf die Inflationsrate. Das heißt, wenn die Preise aufhören zu steigen, das heißt, die Preise müssen gar nicht wieder sinken, sondern sie müssen nur aufhören zu steigen, dann ist es eben, ja, ist die Zentralbank damit schon zufrieden. Die Zentralbank strebt langfristig eine Inflation von 2% an. 2,9%. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dass die Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank offenbar die richtige Wirkung hatte. Was glaubst du? Ja, da würde ich widersprechen. Die Europäische Zentralbank hat im Juli 2022, also vor 1,25 Jahren, angefangen, die Leitzinsen zu erhöhen. Inzwischen ist sie bei 4,5% angekommen. Das ist der Wert, den sie im September erreicht hat, und in diesem Oktober hat sie ihn beibehalten. Und wie du richtig sagtest, war der Höhepunkt der Preissteigerungsraten im Oktober letzten Jahres, also vor ziemlich genau 12 Monaten. Und normalerweise schreibt man der Geldpolitik eine Wirkungsverzögerung zu. Das kann zwischen 1 und 2 Jahren sein, also mindestens 4 Quartale. Manche gehen auch von sehr viel längeren Zeiträumen aus. Und deswegen ist es nicht sehr plausibel, die Rückgänge der Preissteigerungsraten ab letztem Herbst bzw. dann November, Dezember. Ja, einerseits ist es chronologisch nicht plausibel, aber andererseits könnte man ja sagen, was wäre, wenn die EZB jetzt noch ein bisschen früher mit den Leitzinserhöhungen angefangen hätte? Also ähnlich wie die Fed oder wie andere Notenbanken, die früher angefangen haben. Hätte man dann hier eine Kausalität ziehen können? Nein, natürlich nicht. Es wäre immer noch ein einmaliger Preisschock gewesen. Also hier diese Kausalität zu ziehen, die Zentralbank erhöht die Zinsen und schon wird die Nachfrage gedämpft. So einfach sollte man sich nicht machen. Die Nachfrage wird ohnehin
gedämpft, allein dadurch, dass die Preise für Importprodukte steigen. Wenn die Preise für ja, Importgüter steigen, dann bedeutet das, dass das Ausland Netto-Sparer wird. Das heißt, das Ausland ja, spart, es verschuldet sich nicht mehr gegenüber dem Inland. Das heißt, das Inland hat weniger Einkommen. Und weniger Einkommen bedeutet weniger Konsum. Weniger Konsum bedeutet tendenziell sinkende Preise. Das ist langfristig. Das mag jetzt für manche etwas verwirrend klingen, aber langfristig wirkt so ein einmaliger Preisschock tatsächlich deflationär. Da haben Friederike Spieker und Heiner Flassbeck 2014 auch eine interessante Artikelreihe zu rausgegeben. Ich hatte die auf meinem Erstkanal schon mal verlinkt, wie die Wirtschaftspolitik bei einem Angebotsschock reagieren sollte. So heißt mein Video, was ich dazu gemacht habe, was auf einem dieser Artikel basierte. Schaut euch das gerne an. Und das Ganze die ganze Zeit jetzt über bereits auf die Wirkung der Zinssteigerung der Europäischen Zentralbank seit dem Sommer 2022 zurückzuführen. Meine Verständnisfrage an der Stelle geht wie folgt. Du hast gesagt, die Europäische Zentralbank setzt die Zinsen fest. Die schreibt ja niemandem vor, welche Preise er nehmen soll. Das kann also überhaupt nur ein indirekter Effekt sein, das, was die Europäische Zentralbank tut. So, ich habe euch das Video noch mal kurz rausgenommen, wie die Wirtschaftspolitik bei einem Angebotsschock reagieren sollte. Hier im angepinnten Kommentar findet ihr die gesamte Artikelreihe von Flassbeck und Spieker sowie den konkreten Artikel, auf den ich mich gerade beziehe. Schaut da gerne mal vorbei, wenn euch das interessiert. Nun ja, weiter im Text. Wie es sich auf die Preise auswirkt. Wie kommen Preise denn überhaupt zustande? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, wenn man die Wirkungsweise der Geldpolitik verstehen will, denn wie du richtig sagst, in einer Marktwirtschaft machen die Unternehmen die Preise und nicht die Geldpolitik. Wir sind ja nicht in einer Planwirtschaft. Und deswegen ist es genau richtig, danach zu fragen, wie Preise zustande kommen. Das hängt natürlich von der Stärke des Wettbewerbs ab. Je härter der ist, desto geringer sind die Gewinnmargen, die ein Unternehmen auf die Stückkosten seiner Produkte draufrechnen kann. Also sind dann die Stückpreise recht nah bei den Stückkosten, die ein Unternehmen hat. Und genau das ist auch der Grund, weshalb Preisschocks, die sich bei Vorleistungen ereignen, also bei Gütern, die in die Produktion der am Ende verbrauchten Güter eingehen, das ist vor allen Dingen zum Beispiel Energie, aber auch Rohstoffe, wenn da Preisschocks stattfinden, dann muss bei starkem Wettbewerb das in den Stückpreisen weitergegeben werden, sonst gehen die Unternehmen pleite. Und diese Preisschocks, die wir da gesehen haben, die rühren, also seit dem Sommer 2021, die rühren teilweise von der Pandemie her, noch von den Lockdowns, von den Schwierigkeiten mit den Lieferketten dieser globalisierten Wirtschaft. Teilweise rühren sie von den Sanktionen gegen Russland her, der Energiekrise, die das ausgelöst hat. Und auch andere Rohstoffpreise sind sehr viel teurer geworden. Und das waren quasi importierte Preisschocks. Was völlig logisch ist, wenn ich Öl einmal, also wenn Russland das Öl nicht mehr selbst zu Diesel verarbeiten und dann nach Europa exportieren kann, sondern das Öl erst nach Indien liefern muss und es dort zu Diesel verarbeitet wird und dann nach Europa geschifft wird, dann ist das Öl natürlich teurer. Oder wenn wir Europäer dann nur noch saudisches Öl kaufen, Saudi-Arabien dann aber russisches Öl importiert, um damit Strom zu produzieren, ja, dann wird das Ganze natürlich teurer. Also wenn das Öl Umwege nehmen muss oder über solch ganz verschlungen, also wie gesagt, das mit Saudi-Arabien so ein ökonomisch völlig irrsinnig, also völlig irrsinnig, was da passiert, ja, dann wird das natürlich teurer, völlig logisch. Also deswegen ist es auch eine schlechte Idee, einfach so Wirtschaftskriege gegen andere Länder zu beginnen, erst recht, wenn sie so wichtige Rohstofflieferanten wie eben Russland sind. Und die mussten die Unternehmen teilweise sofort, teilweise nach und nach weitergeben in den Stückpreisen ihrer Endprodukte. Und das ist dann bei den Verbrauchern angekommen. Also etwas zugespitzt ausgedrückt, höhere Zinsen der Europäischen Zentralbank führen jedenfalls nicht dazu, dass der Ölpreis sinkt. Die Europäische Zentralbank hat keinen Einfluss auf den Ölpreis oder auf andere importierte Preissteigerungsraten. Sie hat auch auf die inländischen Preise nur einen indirekten Einfluss, indem sie nämlich die Finanzierungskosten von Sachinvestitionen durch ihre Leitzinsanhebung erhöht. Das dauert eine ganze Weile, bis die Leitzinserhöhungen bei den Bankzinsen angekommen sind und bis darauf dann das Kreditvolumen mit einem Absinken reagiert und schließlich dann die Investitionsgüternachfrage sich verringert und entsprechend die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zurückgeht. Laufen die bisher diskutierten Argumente letztlich darauf hinaus, dass es ganz andere Gründe für den
beobachteten Rückgang der Inflation gibt als die Leitzinserhöhung der Zentralbank. Und müssen wir dann auch nochmal das Stichwort aufgreifen, was du schon. Wir hatten es doch gerade schon erklärt, dass die Argumentation falsch ist. Also wir hatten einen einmaligen Preisschock, der ist beendet. Man nennt das, dass diese Wirkungsverzögerungen ja existieren. Ja, genau, so sehe ich das. Die Preisberuhigung, die wir jetzt schon erlebt haben, ist meiner Ansicht nach im Wesentlichen nicht auf die Leitzinserhöhung zurückzuführen. Vielleicht ein bisschen, aber nicht in dem großen Umfang. Der Grund ist ein anderer. Preiserhöhungen können nicht in einem extremen Ausmaß, so wie wir es gesehen haben, teilweise über 10%, längere Zeit anhalten, wenn die Einkommen nicht mitsteigen. Denn jeder, der Genau das ist der Punkt, ja. etwas einkaufen will, hat eine Budgetrestriktion. Und wenn die sich nicht mitbewegt, dann kann derjenige diese hohen Preise nicht bezahlen. Das heißt, dann kauft er weniger ein. Und das kommt irgendwann bei den Anbietern der Güter an, dass sie ihre Güter zu den hohen und weiter mit Preissteigerungen belegten Gütern nicht mehr loswerden. Das heißt, irgendwann ist das ausgereizt, wenn die Einkommen nicht hinterher wachsen, dann kann die Nachfrage diese Preissteigerungen nicht mehr tragen. Das heißt, wenn extreme Preissteigerungsraten kein Echo in den vor allen Dingen Lohneinkommen finden, kommen sie notgedrungen, zu einer Beruhigung. Wunderbar erklärt. Also das ist wirklich, der Wirkungszusammenhang ist tatsächlich in Worte etwas komplizierter zu fassen, aber Friederike Spieker hat das gerade gut gemacht. Wenn die Löhne, wenn die Einkommen steigen würden, um diese Preiserhöhung, dieser Inflation sozusagen hinterherzuwachsen, würden wir dann das bekommen, was in den Nachrichten Lohn-Preis-Spirale genannt wird? Ja, logisch. Wenn wir bei 1% Produktivitätswachstum 11% Lohnwachstum haben, dann haben wir im nächsten Jahr 10% Inflation. Ungefähr, Faustregel. Inflation ist langfristig gleich der Steigerung der Lohnstückkosten. Also wenn wir ein Lohnstückkostenwachstum von 10% sehen, dann haben wir auch mittelfristig 10% Inflation. Wird. Aber das haben wir ja gerade nicht. Also darauf wird Friederike Spieker jetzt, nehme ich mal an, gleich auch noch eingehen. Genau, das ist Ja. das Stichwort. Man hat befürchtet, dass das eintreten könnte. Die Preissteigerungen sind ja so seit dem Sommer 2021 losgegangen, also vor gut 2 Jahren. Und die Tarifparteien haben darauf reagiert, aber nicht so, wie befürchtet wurde, mit extremen Tariflohnsteigerungen. Ganz im Gegenteil, die Arbeitnehmer haben einen großen Realeinkommensverlust bisher hinnehmen. Könnt ihr mal gucken, Tariflöhne und Verbraucherpreise im Euro. Ich finde es auch gut, dass wir immer die Grafiken hier drin haben. Also da kann man das relativ gut nachvollziehen. Und ihr seht es ja, wir hatten hier in den letzten, ja, 10 Jahren, fast 15 Jahren deutlich zu geringe Lohnsteigerungen. Also Lohnsteigerung von unter 2%. Die Löhne müssten eigentlich 3% jedes Jahr wachsen. Das heißt, während der großen Finanzkrise, da hatten wir kurzzeitig vernünftige Lohnsteigerungen. Danach, ja, 10 Jahre lang nicht. Und jetzt mit dem Wirtschaftskrieg gegen Russland, mit der Corona-Krise, mit Zinserhöhungen, mit allem drum und dran, mit Aussetzen der Schuldenregeln vor allem, also durch das Aussetzen der Schuldenregeln und die Ausgabenprogramme, die wir während Corona hatten, wurde die Konjunktur ja auch ein bisschen angeschoben. Sehen wir jetzt endlich mal etwas höhere Tariflohnsteigerungen, aber es ist zu befürchten, dass das auch bald wieder absinkt, vor allem dadurch, dass die Zinserhöhungen und die Sparpolitik der europäischen Regierung, dass das jetzt alles die Wirtschaft wieder abwirkt und dass sich negativ auf die Lohnentwicklung auswirkt. Aber ja, wir können nur hoffen, dass das nicht so bald der Fall ist. Wir können nur hoffen, dass die Tariflöhne weiter so steigen. Dann stützt das nämlich die Konjunktur. Denn steigende Tariflöhne bedeuten steigende Einkommen, steigender Konsum. Steigender Konsum heißt, Unternehmen haben Anreiz, mehr zu produzieren. Also haben Anreiz, dass die Wirtschaft weiter wächst. Das heißt, die steigenden Löhne, vor denen die EZB ja so eine Angst hatte, wo eigentlich nie die Gefahr bestand, dass die viel zu hoch bleiben würde. Also, ihr seht es ja hier. Das ist absolut keine starke Beschleunigung, was man hier sieht. Ja, diese steigenden Löhne stützen gerade die Konjunktur, die von der EZB mutwillig kurz und klein geschlagen wird. Müssen. Die Preise sind nämlich wesentlich schneller gestiegen als die Tariflöhne. Das bedeutet also, man verdient nominal ein bisschen mehr und die Verbraucherpreise steigen wesentlich stärker. Das heißt, man hat real weniger in der Tasche. Es ist also ein echter Realeinkommensverlust hier angefallen in Deutschland und die Befürchtung, dass die Gewerkschaften versuchen würden, diese
Preissteigerung komplett zurückzuholen über die Löhne. Die ist nicht eingetreten. Wenn die Preise stärker Nach 40 Jahren Neoliberalismus und Schwächung der Gewerkschaften, wer hätte das ahnen können? steigen als die Löhne, Also die EZB auf jeden Fall nicht. Sonst hätte sie die Zinsen nicht erhöht. nennt man das einen realen Verlust oder einen Realeinkommensverlust. Stehen diesen Verlusten an anderer Stelle auch Gewinner gegenüber? Ja, auf jeden Fall. Also die rohstoffexportierenden Länder, die haben durch diese Preissteigerung mehr verdient. Also es gibt einen Realeinkommensverlust in Europa und speziell auch in Deutschland. Und die Frage ist, man kann ihn nicht verhindern. Man kann ihn weder durch höhere Löhne noch durch höhere Zinsen irgendwie rückgängig machen. Er ist passiert und wir müssen mit ihm umgehen. Man kann ihn staatlich wegsubventionieren. Das ginge. Hat man ja beispielsweise auch durch die Gaspreisbremse in rudimentären Ansätzen versucht, da das war natürlich viel zu gering. Ihn wegzusubventionieren hat den einfachen Vorteil, dass dadurch der Konsum nicht einbricht. Denn das ist die Gefahr bei einem Angebotsschock, dass der Konsum einbricht. Also die wahre Gefahr bei so einem Preisschock ist nicht, dass wir Inflation kriegen. Das passiert nur, wenn selbstverstärkende Effekte auftreten und die Löhne zu stark steigen, sondern die wahre Gefahr ist, dass man eine Rezession erlebt. Und das ist, wo habe ich auch alles in dem Video hier erklärt, wie die Wirtschaftspolitik bei einem Angebotsschock reagieren sollte. Das haben Friederike Spieker und Heiner Flossbeck auch in einem Artikel erklärt, der da im angepinnten Kommentar verlinkt ist. Also schaut euch das alles gerne nochmal an, wie das allgemein funktioniert. Friederike Spieker erklärt es hier auf den aktuellen Fall ganz konkret bezogen. Und es geht im Wesentlichen um die Frage, wie man diesen nicht wegzudiskutierenden Realeinkommensverlust in der Gesellschaft verteilt. Und darauf hat die Lohnpolitik. Wie gesagt, ein reiches Industrieland kann das auch durch temporäre Leistungsbilanzdefizite überbrücken. Also man macht dann einfach Defizite, man konsumiert mehr, als man produziert. Wenn die Wirtschaft sich da wieder stabilisiert hat, wenn der Preisschock vorbei ist, dann kann man diese Defizite auch wieder zurückfahren. Und ein Land wie Deutschland, das riesige Leistungsbilanzüberschüsse jahrzehntelang gemacht hat, das kann sich das auf jeden Fall leisten. Also da ist überhaupt kein Problem, dann mal kurzzeitig Defizite zu machen. Aber nicht mal in dieser Krisensituation haben wir Defizite gemacht. Nicht mal 2022 hatten wir ein Leistungsbilanzdefizit. Sondern ganz im Gegenteil, Leistungsbilanzüberschuss von, ich glaube, über 3% sogar. Also das ist schon krass. Also nicht mal in dieser Krisensituation haben wir uns mal ein Defizit geleistet. Nicht mal da. Politik eine Antwort gefunden. Sie hat nämlich versucht, die Lohnstrukturen zu stauchen. Das bedeutet, dass sie in den Abschlüssen sich darum gekümmert hat, dass die unteren Lohngruppen eine stärkere Lohnerhöhung erhalten als die oberen. Ja, das haben die Gewerkschaften gemacht und das war sehr vernünftig. Vor allem, da die Preise für untere Lohngruppen ja stärker angestiegen sind. Also deren Anteil an Ausgaben für Energie oder Nahrungsmittel ist besonders hoch. Also da haben die Gewerkschaften etwas sehr, sehr Sinnvolles gemacht. Und das ist auch notwendig, denn die Güter, die teurer geworden sind, das ist eben Energie, aber auch Lebensmittel, das sind alles lebensnotwendige Güter. Und wenn die Marktwirtschaft das Versprechen halten soll, dass jeder von seiner Hände Arbeit leben können muss, dann war genau diese Reaktion der Gewerkschaften vollkommen richtig. Einerseits keine Lohnpreisspirale loszutreten und andererseits den unteren Einkommensgruppen diesen extremen Realeinkommensverlust wenigstens etwas abzupuffern. Wenn das so ist und die Europäische Zentralbank Absolut, kann ich mich nur anschließen. Also wie gesagt, ich wusste es ja schon, dass ich bei dem Video hier inhaltlich nicht widersprechen werde, aber stimmt absolut, was Friederike Spieker jetzt gesagt hat. ihre Zinserhöhung, es waren glaube ich 10 Zinserhöhungsschritte in Folge, wenn die eigentlich aus dieser Perspektive, die du beschreibst, gar nicht nötig gewesen wären, sollte dann die Europäische Zentralbank die Zinsen jetzt möglichst wieder senken? Ja, das wäre in meinen Augen dringend notwendig. Es steht aber zu befürchten, dass das in absehbarer Zeit nicht so kommen wird, denn die Europäische Zentralbank warnt vor einer Lohnpreisspirale. Sie erkennt eigentlich nicht an, dass die Lohnpreisspirale nicht stattgefunden hat bisher, sondern sie befürchtet, dass sie doch noch kommt. Und ich denke, dass die Daten das momentan nicht wirklich wiedergeben und nicht anzeigen, aber die Europäische Zentralbank traut offenbar den Tarifparteien oder jetzt in dem Fall eben den Gewerkschaften nicht über den Weg. Das ist mein Eindruck. Und deswegen fürchte ich, dass die Zinssenkung, die eigentlich notwendig ist, die Tariflöhne. Ja, wir sehen nach 10 Jahren, 15 Jahren zu langsamer Lohnsteigerung jetzt endlich mal, dass die Löhne in vernünftigen Rahmen steigen, jetzt mal immer in ein Jahr, während wir so eine Rieseninflation hatten. Also da jetzt davon auszugehen, dass die Tariflöhne dauerhaft zu stark steigen würden bei der aktuellen Abkühlung der Wirtschaft, das ist komplett irre.
Und ja, also ich finde das Format hier wirklich super inhaltlich. Also, ach, jetzt habe ich vergessen, an welchem Punkt ich hier gerade ausgedingst hatte. Aber ich finde das Format hier wirklich super inhaltlich. Aber schädigt unsere Zentralbank die Wirtschaft? Da kann man doch mal ein bisschen knackigere Titel nehmen. Keine Ahnung, Zinsen runter, die EZB ist komplett verrückt geworden. Und da so ein Thumbnail, wo Christine Lagarde mit Teufelszeug dargestellt wird. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So wird. Damit das mal ein paar mehr Leute anklicken, denn das hier ist ein echt gutes Format. Ihr habt es gerade gesehen. Also das ist auch inhaltlich vollkommen auf den Punkt gebracht von Friederike Spieker. Sie hat hier komplett recht. Ja, ist jetzt schon wieder Stilkritik. Ist jetzt schon wieder Stilkritik. Aber man muss das auch mal so verpacken, dass die Leute da auch drauf aufmerksam werden. Kommt. Denn in der Tagesschau wird sowas ja nicht erklärt oder in irgendeiner normalen Tageszeitung. Oder habt ihr mal gesehen, dass da so eine klare Analyse von der Ökonomin kommt? Nee, auf keinen Fall. Da, bei der Tagesschau, da ruft man vielleicht mal einen Börsenexperten an und der redet dann ein paar Allgemeinplätze von Bürokratieabbau, Flexibilisierung und sonst irgendeinen Unsinn, den wir jetzt angeblich bräuchten, damit die Wirtschaft in Fahrt kommt. Aber von, ja, davon, wie die Zinserhöhungen die Wirtschaft schädigen und wie so ein Preisschock funktioniert und was der Unterschied zu dauerhafter Inflation ist und dass es für dauerhafte Inflation eben auch dauerhaft wachsende Einkommen braucht, damit die Haushalte sich eben den zusätzlichen Konsum leisten können, damit sie sich die höheren Preise leisten können. Das wird dann alles nicht erklärt. Und ich denke, dass die Daten das momentan nicht wirklich wiedergeben und nicht anzeigen. Aber die Europäische Zentralbank traut offenbar den Tarifparteien oder jetzt in dem Fall eben den Gewerkschaften nicht über den Weg. Das ist mein Eindruck. Und deswegen fürchte ich, dass die Zinssenkung, die eigentlich notwendig wäre, in allernächster Zukunft nicht kommen wird. Wie gesagt, dafür gibt's, hat man gerade, dafür gibt es absolut, absolut keinen Anlass. Also die Gewerkschaften waren viel zu vorsichtig die letzten Jahre. In Deutschland sind die ja sowieso so handsam wie sonst kaum was. Und dass die jetzt, wo die Konjunktur abkühlt, wo die Arbeitslosigkeit zu steigen beginnt, dass sie jetzt vom Putz hauen und sagen, wir wollen, keine Ahnung, 20% mehr Lohn, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich halte mal fest, die Zinserhöhungen hat es gegeben bei der Zentralbank, aber diese Erhöhungen haben nicht den beobachteten Preisrückgang ausgelöst, sondern der hat andere Gründe. Trotzdem haben wir jetzt ja diese hohen Zinsen. Was für Konsequenzen kann das denn in den nächsten ein, zwei Jahren haben, wenn die Zinsen so hoch sind? Ja, davon wird die europäische Konjunktur betroffen sein und darüber sollten wir dann nochmal beim nächsten Mal sprechen. Ja, ich freue mich. Das wird ein neues Video. Wahrscheinlich reagieren wir dann auch darauf. Also ich werde jetzt, glaube ich, auf die ersten Videos dieses Formates, sofern ich Zeit dafür finde, auf jeden Fall reagieren. Ihr habt es gerade gehört, die EZB zerstört gerade unsere Wirtschaft. Es gibt absolut keinen Anlass dafür. Dass die Inflation wird nicht dauerhaft sein. Also Spiekers Fazit absolut klar. Es ist absolut verrückt, was für eine Politik gefahren wird. Und wie gesagt, die Videos hier könnte man wahrscheinlich etwas mit einer etwas besseren Aufmachung mit etwas mehr Werbung, keine, obwohl, die hat es ja auf ihrem Blog empfohlen. Ich weiß nicht, warum nicht mehr Leute hierher gefunden haben. Also, Friederike Spiekers Blog, ich dachte, der wird von mehr Leuten gelesen. Naja, ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Wie gesagt, gutes Format. Jetzt kennt ihr es. Ich habe auf Twitch mittlerweile immerhin 4 Zuschauer. Jetzt kennt ihr es auch. Es ist eine einzige Katastrophe, diese Plattform. Also, dass Imp mir empfohlen hat, hier zu streamen, ey. Keine Ahnung, was das soll. Zur Strafe raide ich jetzt auch nicht Imp, sondern Proletopia, wenn der das überhaupt mitkriegt. So. Die Einstellung des Ziels erlauben gerade keine Raid. Was ist das denn?